Ja, okay, das war Rufus. Also ihr seht schon, wir steigern uns langsam zu einem echten Gangster-Bekannten. Ja, okay. Das war also jetzt eine Mission, die war nicht ganz so leicht damals als Kind. Und ja, jetzt kommt eine Mission, die hat's auch faustig hinter den Ohren. Sean Pertz Dingsbums. Und wir müssen hier eine Rennen liefern, eine Verfolgungsjagd. Stopp, Mann. Das ist das Auto mit dem Franzosen. Schnappen Oh ja, an die Mission kann ich mich erinnern. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir hier das Auto verfolgen und das will uns verarschen, ey. Hallo. Okay, ich kann's schon wieder neu starten. Denn hier könnt ihr euch wirklich. Dein Ziel ist weg. Genau. Genau, Leute. So geht's jetzt los. Eine Mission, wo wir mal nicht selbst verfolgt werden von der Polizei, sondern diesmal haben wir die tolle Ehre, ja? Ach ja, ich liebe die Mission. Die haben es faustig. John Pons Rettung. Die haben es wirklich in sich, sage ich euch. Aber man kann mit der Kreistaste, die wichtigste Taste im Sly Cooper, das ist das Auto mit dem Franzosen. Schnappen wir ihn. Schnell auf die Tube drücken. Und das verleiht uns ein bisschen extra Anschub. Achtet mal drauf, der fährt doch immer anders. Das ist das große Problem hier und der will uns verarschen. Hey, Junge. Und den müssen wir jetzt versuchen zu rammen. Und ich weiß gar nicht, müssen wir ihn komplett stoppen? Das kann natürlich auch möglich sein. Junge, wo fährst du denn lang? Das ist die falsche Bahn. Hast du die Verkehrsregeln nicht beachtet, deine Gangster-Ausbildung? Die fahren immer auf der richtigen Seite auf der falschen Bahn. Also da drüben auf links, hallo. Hallo! Mach doch keinen Mist. Ja, ich bin wieder der Einzige, der dagegen kracht, oder was? Und du fährst gemütlich weiter da. Gemütlich gegen die Nässe. Ach ja, das ist ein schöner Sandhügel hier. Der macht euch öfters mal das Leben zur Hölle. Hallo! Ja, und die Zeit wird nach einer Weile richtig schön knapp. Jetzt haben wir also nur noch 40 Sekunden. Ist ja auch toll. Und ich werde wahrscheinlich die Mission hier öfters mal noch machen lernen. Ganz einfach, weil ich nicht dahinter komme. Hallo, jetzt! Okay, jetzt haben wir ihn gleich. Oh, was mache ich denn? Ich hätte ihn fast gehabt. Na komm schon. Den Typ, den stoppen wir. Erst recht, weil er ein Polizeiauto fährt. Und wer Polizeiautos fährt, der wird immer gestoppt. Also, jetzt kommen wir auch mächtig ins Schlingern. Oh, nun los. Sah doch so gut aus, oder? Na, wo fährst du? Hey! Sag mal, Junge. Das muss doch nicht sein, oder? Kannst du doch mal anständig fahren hier? Kannst du doch echt anständig fahren? Okay, ich hab's nicht geschafft. Toll! Aber fast hätte ich ihn geschafft. Hä? Was jetzt? Jetzt gehen wir tanken, genau. Ach ja, und da gab's. Hab ich das gerade richtig gesehen? Okay, ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft, als Mensch durch die Mauer zu gehen. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Okay, Folks. Weiter geht's in Driver 1 und wir müssen jetzt Sean Paul da rausholen. Wo auch immer hin. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, falsche Richtung. Verdammt. Hier lang, genau. Und erstmal gegen den Pfeiler fahren, weil sie es gehört. Und ihr seht schon, die Polizei sucht nach uns. Jetzt hat sie uns gefunden. Sie hat uns durch die Mauer gesehen, ja. Und da oben fliegt ein Zeppelin, juhu, und die Polizei ist weg. Jetzt müssen wir erstmal gucken auf die Karte. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Gut, das sollte kein Problem sein. Immer geradeaus, wenn da nicht diese tollen Fahrer wären. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Straße sieht echt frei aus, ja. Ist nicht so wie in GTA 5, wo ja die, ja, sieht alles realistischer aus. Aber ich kann es nochmal erwähnen. Als damals das Spiel erschienen ist, habe ich mich bestimmt mindestens genauso gefreut, wie manch einer, oder wie ich zum Beispiel auch über heute, über GTA 5, ja. Das war damals halt so. Man kannte halt noch keinen GTA 5. Das war doch hier. Achso, ich muss, ach verdammt, ich muss die Polizei wieder abhängen. Okay, cool. Okay, jetzt hier müssen wir hier rüber, okay. Übrigens kann man hier tolle Stunts hinlegen. Aber das habe ich jetzt erstmal nicht vor. Hey, hey, hey! Und jetzt müssen wir in die Garage fahren. Yeah! Sean Paul, du bist gerettet!
Gut gemacht.